Spendenaufruf. Und bevor wir zum nächsten Musikstück kommen, will ich Ihnen noch vorlesen, wie es dann mit der Finanzierung weitergegangen ist. Denn so richtig viel Geld kam zunächst mal nicht zusammen. Und da haben wir einen Bericht, auf den komme ich schon gleich ein paar Mal zurück, von Karl Schorn. Dieser Karl Schorn ist 1818 in Essen geboren und im Jahre 1900 in Bonn gestorben. Er war unter anderem Mitglied im Paulskirchenparlament, hat ab 1836 in Bonn studiert, war dann später am Landgericht in Bonn und hat dann seine Lebenserinnerungen geschrieben. Und der war zum Beispiel 1845 mit dabei und hat diese Denkmalgeschichte in seinen Lebenserinnerungen geschrieben und schreibt dort: Indes die Beiträge liefen spärlich ein und bis 1839 war man nicht über das Stadium der vorläufigen Beratungen hinausgekommen. Da nahm sich Franz Liszt der Sache an und erbot sich von Italien auf seine Kosten ein Denkmal aus Marmor durch den italienischen Bildhauer Bartolini fertigen zu lassen und in Bonn aufzustellen. Das Denkmalkomitee musste diese hochherziges Anbieten ablehnen, da man sich bereits für Bronze, also für das nordische Klima, ins nordische Klima passende Material entschieden hatte und zudem gewillt war, die Ausführung nur einem deutschen Künstler zu übertragen. Klingt alles hochmodern. Liszt ließ sich durch diese Ablehnung in seinen hochherzigen Bestrebungen nicht irre machen, verzichtete auf seine Idee, gab sogar für seine Person 10.000 Franc zu den Sammlungen und brachte durch seine Anwesenheit am Rhein, wo er, wie er früher erzählte, mehrere Sommer mit der Gräfin Nalo und dem Grafen Teliki und anderen auf der Insel Nonnenberg verweilte, neues Leben in die Angelegenheit. Das Denkmal, dessen Ausführung dem Bildhauer Hähnel in Dresden übertragen war, war 1845 fertiggestellt. Also ohne den Aufruf von Robert Schumann, 1836, dass der den Aufruf verbreitet hat, und dem Engagement von Franz Liszt, diese 10.000 Franc sind etwa 40% der Gesamtkosten des Denkmals. Ohne das gäbe es das nicht. Franz Liszt hat sowieso zur Verbreitung der Musik Beethovens viel beigetragen. Weil man damals ja nicht so einfach in Orchesterkonzerte gehen konnte, hat er die Sinfonien, Klaviertranskriptionen gemacht. Und die waren damals sehr populär gewesen. Markus, schwer zu spielen, wenn man sich die mal anguckt. Du würdest das natürlich mit links schaffen. Genauso wie du das jetzt schaffst, was du uns als nächstes spielen wirst. Ja, wenn wir so beim, Stefan, wenn wir so beim Thema Geld bleiben, bietet sich natürlich an, die Wut über den verlorenen Groschen zu spielen. Und interessant ist ja auch bei Beethoven, dass er auch durch harten Willen eigentlich in Wien sich ein monatliches Salär erspielen konnte. Und das ist dieses Neuartige war wirklich bei Beethoven, dass er ein selbstständiger Künstler war, noch bei seinem Lehrer Haydn musste, der war ja Angestellter des Hofes. Also es war eigentlich normal, dass ein Musiker bei Hof oder bei Kirche angestellt war und auch wie das Küchenpersonal so durch die Küche kommen sollte. Und ebenso war es ja auch, dass geredet wurde, es wurde Karten gespielt oder die nächsten Kriege, sollen wir mal wieder Österreich waren wir da, also Ungarn überfallen. Und das wurde alles mit Hintergrundmusik gemacht und Beethoven hatte als erstes gesagt, nein, ich bin selbstständiger Künstler. Und ein paar Fürsten haben halt so einen Topf zusammengeschmissen und ihn dadurch bezahlen können. Und er konnte wirklich frei komponieren. Das ist unglaublich modern für die heutige Zeit. Und als es den Fürsten dann finanziell nicht so gut ging, hat Beethoven auch so ein bisschen eingestreut, dass er vielleicht dann doch Wien verlassen wollte. Und schwupps, gab es noch ein paar andere Fürsten, die haben dann gesagt, nee, das ist der Beethoven, der muss hier bleiben. Haben wieder ein bisschen was dazu getan. Und Beethoven ist natürlich in Wien geblieben. Ja, dieses Stück, die Wut über den verlorenen Groschen, habe ich dann 2008 bei der KfW Bank gespielt in Frankfurt, bei diesem schönen Senckenberg. Und wir haben als kleine Hommage an diese Veranstaltung und auch, dass die KfW Bank uns trotzdem eingeladen hat, dann gespielt die Wut über den verlorenen Euro. Viel Spaß.
Markus hat auch seine neueste CD mitgebracht. Kommen Sie mal eben her. Der Herr Trautwein hat, Sie müssen mal dann das Jackett ein bisschen zur Seite schieben. Der Herr Trautwein ist der Künstler, der das Bild gemalt hat, wo der Beethoven vom Denkmal runtersteigt und als Straßenmusiker um Unterstützung bittet. Danke. Also das Denkmal war dann fertig. Und dann lese ich Ihnen aus der Kölnischen Zeitung vom 24. Juli 1845 vor, was dann passiert ist. Gestern Abend, am 23. Juli 1845, ist Beethoven wirklich in Bonn angekommen. Es war ein großartiges Volksfest. Die ganze Einwohnerschaft war auf den Beinen. Das Schiff, welches die Statue brachte, kam umringt von vielen schönen beflaggten und durch grüne Zweige verzierte Kähnen am Stadtkranen an. Böllerschüsse, Musik, Gesang, bengalisches Feuerwerk wechselten ab. Sowohl von der begleiteten Flotte wie vom Ufer her, wo das Komitee und die Sängerchöre sich versammelt hatten. Nachdem die Statue verdeckt auf einen vierspännig schön geschmückten Wagen verladen war, sprach ein Mitglied des Komitees einige Begrüßungsworte. Ein Fackelzug von sehr bedeutender Länge geleitete den Wagen mit der Statue auf großen Umwegen durch die Stadt bis auf den Münsterplatz. Überall erschallte der allgemeine Freudenjubel. Die Stadt war in fast allen Straßen recht glänzend beleuchtet. Was in Bonn nicht alles geht. Und naja, wir hoffen ja, dass es dann auch mal wieder geht. Und 2020 ist ja nicht nur der 250. Geburtstag von Beethoven, sondern eben dann auch ein runder Geburtstag des Denkmals. Wie wäre es denn, Herr Plate, wenn die Stabsstelle Beethoven das, was 1845 passiert ist, für 2020 auch organisiert? Nur nochmal, um die Maßstäbe deutlich zu machen. Ein großartiges Volksfest, die ganze Einwohnerschaft war auf den Beinen. Böllerschüsse, Musik, Gesang, bengalisches Feuerwerk. Vierspännig erwarten mit der Statue. Ein Fackelzug von sehr bedeutender Länge geleitete den Wagen mit der Statue auf großen Umwegen durch die Stadt bis auf den Münsterplatz. Überall erschallte der allgemeine Freudenjubel. So stellen wir uns die Beethovenstadt Bonn vor. Der Franz Liszt kam ja dann ein paar Tage vorher und hat gesagt, also wir können ja nicht nur die Statue enthüllen, wir müssen auch ein Musikfest machen. Und dann hat er gefragt, alles hochaktuell, wo wollt ihr denn die Konzerte machen? Dann haben sie gesagt, auf der Reitbahn. Dann hat er sich die Reitbahn angeguckt und hat gesagt, kommt ja gar nicht in die Tüte. Da ist die Akustik bescheuert, Repräsentation kann man da eh nicht machen. Und an größere Zahl von Zuhörern habt ihr auch nicht gedacht. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Dann haben die Komiteeherren ihn an unterschiedliche Plätze in Bonn geführt. Und haben immer gesagt, ja, wir können denen durch ein paar Blumensträußchen ein festliches Aussehen geben. Es waren auch alte Hallen dabei. Und Franz Liszt hat gesagt, das reicht nicht. Wenn es um Beethoven geht, brauchen wir einen Ort, der Musik Beethovens angemessen ist und der auch akustisch funktioniert. Und dann hat er sich an den Kölner Dombaumeister Zwirner gewandt und hat dem gesagt, kannst du mir helfen? Und dann haben die, Sie müssen sich das mal vorstellen, innerhalb von 12 Tagen, aus Holz eine Konzerthalle hingestellt, dort wo heute das Viktoriabad ist, für mehr als 5000 Zuhörer, die Leute standen ja damals bei Konzerten, größer als der Kölner Gürzenich. Innerhalb von 12 Tagen. Ach, was waren das für schöne Zeiten. Zu diesem Musikfest kamen nun alle, die Rang und Namen hatten. Also nicht nur zur Denkmalenthüllung, sondern zur Hommage an Beethoven. Zum Beispiel der Hector Berlioz. Der hat einem Freund geschrieben, ich muss jetzt nach Bonn. Da findet ein wichtiges Musikfest statt. Ich weiß noch nicht, wo ich übernachten kann. Wahrscheinlich schlafen wir in Booten auf dem Rhein, weil es nicht genug Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Hector Berlioz war dann 3 Monate in Königswinter
und hat dort Tagebuch geführt über all das, über jede einzelne Probe, die stattgefunden hat. Ein tolles Zeitzeugnis. Ja, und dann kam der 18. August 1845. Da war die Enthüllung eigentlich, die war, Entschuldigung, nicht der 18., sondern der 11. August. Eigentlich war die Enthüllung für den 11. August vorgesehen. Aber die Majestäten haben darum gebeten, dass es einen Tag verschoben wird. Am 10. August wurde die 9. Sinfonie zum ersten Mal in Bonn aufgeführt. Und der schon erwähnte Herr Schorn schreibt dann über diese Zeit, über den 11. und 12. August, so kam es, dass sich dieser Tag, der 11. August, in Bonn ziemlich dürftig gestaltete. Nichtsdestoweniger fand eine sehr passende, etwas improvisierte Feier der mit Flaggen und Fahnen reingeschmückten Anlegebrücke an der Kölner Dampfschiffergesellschaft statt. Die Gesellschaft hatte gerade zur Zeit ein neues Dampfboot erbauen lassen und nach Bonn dirigiert, um dort anzulegen und gelegentlich des Festes und in Gegenwart zahlreicher Ehrengäste seine Taufe mit dem Namen Beethoven zu erhalten. Gibt es ja heute noch Beethoven bei den Schiffen. Der Präsident der Gesellschaft, Herr Merkens, mit mehreren Direktoriumsmitgliedern empfing die Geladenen an Bord und die erwählte Taufpatin, die Tochter des Universitätskurators von Bethmann-Hollweg, vollzog mit vielem Geschick die feierliche Handlung, indem sie mit passendem Weihespruch und der Böllersalben vom Schiff und vom Ufer her die übliche Flasche edlen Rheinweines am Bugmast zerschlug. Dann lichtete das Schiff den Anker und brachte unter ausgezeichneter Bewirtung die Gäste nach dem so herrlich gelegenen Nonnenwert. Also Ende Juli, Fackelzug mit dem Denkmal verhüllt.